Hallo Leute, auf Wunsch stelle ich hier mal eben meine selbstgebaute Dosieranlage vor. Was dazu benötigt sind, wird, ist einmal hier 1, 2, 3 handelsübliche Dosierpumpen, ersteigert bei eBay, mit einer Förderleistung von, lasst mich nicht lügen, 2,4 Liter die Stunde bei 24 Volt. Die lassen sich aber auch mit 12 Volt betreiben. So mache ich das im Moment. Zum Aufbau. Wir haben ein kleines Gehäuse. Ja, das ist eine, pauschal gesagt, alte Madendose vom Angeln. Ja, die Angler unter euch kennen es vielleicht. Aber das war das, was ich zur Verfügung hatte, da ich nicht extra Geld ausgeben wollte. Funktioniert. Wird dementsprechend die Kreise ausgeschnitten. Die Dosierpumpen habe ich mit Heißkleber auf der Rückseite fixiert, zeige ich euch gleich. Stromkabel ist klar. Dann habe ich hier noch, was bei diesen Dosierpumpen wichtig ist, Rückschlagventile drin, damit die Schläuche nicht leer laufen, weil diese Pumpen hier haben nur zwei Rädchen. Die gibt es auch mit drei, da sind sie etwas teurer. Aber für die drei Pumpen hier habe ich, glaube ich, um die 60 € bezahlt, circa. Was noch benötigt wird, ist hier eine Sekundenzeitschaltuhr und ganz normales 0815 Netzgerät. Das bringt hier 13,5 Volt auf 1500 mA. Ob die 1500 mA nötig sind, weiß ich nicht. Das hatte ich gerade zur Hand, das hat funktioniert, also habe ich es mit verwendet. Zur Schaltung selber. Das Ganze mal auf. Sieht alles sehr wüst aus. Und wer genau hinguckt, Moment, haben wir hier unten einmal den Stromanschluss. Sollte man natürlich dann auch überprüfen, Tester halber, ob es richtig rumläuft. Die 1500 mA scheinen jetzt in meinen Augen ausreichend zu sein, weil ich hier nämlich eine Parallelschaltung gemacht habe. Also sprich, einmal geht rein und gleichzeitig zu allen Pumpen an der gleichen Anschlussstelle geht das entsprechende Kabel hin. Ja, und bei der Sekundenzeitschaltuhr ist es eigentlich relativ einfach. Kann ich euch eben kurz demonstrieren hier. Und geht, die hat übrigens, gibt es bei Amazon, glaube ich, für 15 oder 20 €. Ist auch recht günstig. Wir haben hier einmal die Taste Programm. Da wird eine Anzeitzeit angezeigt. Hier steht On. Und als zweites wäre dann die Off-Zeit. Hier hinten stehen 5 Sekunden. Das heißt, die Uhr würde um 12 Uhr starten und um 12 Uhr und 5 Sekunden schaltet die sich wieder aus. Alle drei Pumpen laufen gleichzeitig. Ist natürlich ein kleines Problem. Ich habe hier bei den Pumpen das Glück, dass die Gott sei Dank alle gleich fördern. Aber ich habe es auch schon gehabt, da mir eine Pumpe nämlich kaputt gegangen ist, dass eine etwas weniger bzw. etwas mehr gefördert hat. Habe ich durch, na, wie heißen sie, durch die Klemmen, die man hier auf den Luftschlauch setzen kann, habe ich das hingekriegt. Damit habe ich das dementsprechend verringert. Man muss darauf achten, dass die wirklich alle gleich fördern, damit auch gleich viel Mittel reinkommen, weil in der Regel ist es ja so, dass von allen Mitteln gleich reinkommt, zumindest bei der Triton-Methode hier. Beim Rest weiß ich nicht. Will man jetzt jede Pumpe separat steuern, braucht man auch dementsprechend drei Netzteile, also sprich drei von denen und drei Zeitschaltuhren. Dann wird es natürlich schon wieder teuer. Dann liegt man eigentlich vom Preissegment her schon so weit, dass man eigentlich auch schon eine fertige kaufen könnte. Ja, das ist im Prinzip alles, was gemacht wurde. Die Löcher gemacht, die Dosierpumpen reingesetzt. Was bei den Dosierpumpen hier wichtig ist, dass sie regelmäßig gewartet werden und vor allem, dass diese Rückschlagventile regelmäßig auf Funktion überprüft werden. Wird das nicht gemacht und so nach dem Motto, das habe ich jetzt einmal ausgelittert. Also man lässt die Pumpen laufen und guckt, wie viel fördern die meinetwegen in 10 Sekunden.
So, und mit diesem Wert kann man arbeiten. Oder man geht halt wirklich hin und sagt, ich lasse die eine Minute laufen, messe das Ganze ab und rechne mir das dementsprechend dann auf die Sekunden aus und auf die Menge, die ich dann dementsprechend habe, beziehungsweise benötige und dosieren möchte. Ja, alles in allem, das war die Kurzanleitung, beziehungsweise die Übersicht zur Dosieranlage von mir. Sollten noch Fragen sein, könnt ihr gerne bei YouTube posten, beziehungsweise mich direkt anschreiben. Euer Viper.